Ich freue mich auf Hubertus Veth, Geschäftsführer Frankfurt Main Finance. Eine etablierte Institution, genauso wie die Börsenzeitung. Und ich glaube auch schon viele Jahre dabei beim sogenannten Finanzplatztag. Und was ist die Herausforderung heutzutage für den Finanzplatz Frankfurt? Es gibt eine Menge, glaube ich, oder? Es gibt sehr viele, Herr Beckelbach. Schauen Sie, als Frankfurt Main Finance vor 14 Jahren gegründet wurde, wir schrieben das Jahr 2008, einige werden sich erinnern, war die Finanzindustrie Teil eines Problems. 2016 mit dem Brexit waren wir Teil einer Möglichkeit, die wir dann auch genutzt haben. Mit 59 Institutionen, 7000 Jobs, 800 Milliarden Assets, die wir nach Frankfurt geholt haben. 2020 wurden wir als Finanzindustrie Teil einer Lösung. Nämlich, wie funktioniert die Versorgung der Wirtschaft in Corona-Zeiten mit Liquidität, damit wir hier nicht die große Krise kriegen. 2022 geht es noch weiter. Wir sind jetzt das Mittel der Wahl. Und zwar sowohl bei den Sanktionen als auch bei der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft. Das heißt, von 2008 bis 2022 haben wir eine Karriere gemacht vom Problem zum Mittel der Wahl. Ich finde, das ist eine ganz ordentliche Karriere für eine Industrie. Heute durften Sie eine Podiumsdiskussion leiten und moderieren. ESG, die neue Herausforderung. Das klingt Fragezeichen. Das klingt so nicht so positiv, wie das ja viele sehen. Das Fragezeichen, warum steht das dahinter? Weil das Thema Nachhaltigkeit bietet ja auch enorme Chancen. Absolut, ich sehe das absolut als Chance. Also sind wir mal ganz ehrlich, wir hätten früher damit anfangen müssen. Wir sind hinter der Kurve. Ja, ich gehöre jetzt nicht zu den Apokalyptikern, aber ganz objektiv hätte man mit diesen Themen schon lange vorher beginnen müssen. Und jetzt wird es höchste Zeit. Und was wir heute hier auf dem Panel im Finanzplatztag der Börsenzeitung gemacht haben, und ich muss sagen, das ist auch mein Lieblingsforum für dieses Thema, denn auf den Finanzplatztag geht man. Das ist eine Institution in dieser Stadt. Da kann ich nur sagen, Nachhaltigkeitsberichterstattung war unser Thema. Wie muss die aussehen? Und warum dieses Thema? Ganz einfach. Der Engländer, die Amerikaner haben einen Schlüsselsatz, die sagen, what you measure is what you get. Was du misst, bekommst du. Und wenn du eine ordentliche Berichterstattung bei diesen Themen hast, dann können Ratingagenturen, die wir heute dabei hatten, dann können Analysten auf der Basis der Nachhaltigkeitsberichte ihr Urteil, ihr Rating fällen. Und dann können Banken auf dieser Basis Finanzierungs- und Investmententscheidungen treffen. Von daher ist das für mich am Finanzplatz die zentrale Institution, die uns gelungen ist, hier anzusiedeln. Im COP26, letztes Jahr, fiel die Entscheidung, dass das International Sustainable Standard Board sich hier in Frankfurt ansiedelt. Und da, muss ich sagen, haben wir einen ganz, ganz großen Fisch geangelt, der uns hoffentlich in der Positionierung des Finanzplatzes noch ganz, ganz lange ganz weit tragen wird. Also wir streichen das Fragezeichen und setzen das Ausrufezeichen. Bitte, Herr Beckelbach. Dankeschön.